So, das ist unsere neue kleine Gruppe. Ich bin, glaube ich, ja doch, ich bin gerade in einem Weibchen. Weil ich, jetzt lass mich mal nicht weil wir ein neues Kind gezeugt haben. Wir haben 1, 2, 3, 4 Kiddies, sagen wir. Das heißt, wir könnten noch 2 zustande kriegen, sagen wir es mal so. Wir werden gleich auf jeden Fall erstmal wieder ein Kind schnappen oder wechseln. Ich muss mal schauen. Und dann werde ich uns schon mal den zweiten Affen ranholen. Wir lassen jetzt erstmal alle mampfen und so und überhaupt. Wir machen uns das ja dann schließlich nach. So, nehmen wir Huckepack. Und ich glaube, wir wechseln auf dich. Du warst eben schon unterwegs und du scheinst eigentlich relativ fit zu sein, sag ich mal. Hallo, bleib mal stehen. Hallo, halt. Ja, analysieren. Erwachsener männlich, ja. Hat schon 2 Kinder und ist im Moment recht gut drauf. Wir wechseln. Muss ich natürlich ein bisschen aufpassen. Wir haben 2 Kinder dabei. Naja, und wir werden mal sehen. Mir ist auch aufgefallen, dass ich eventuell 1, 2 Sachen gar nicht vernünftig inspiziert habe, was wirklich sein könnte. Und wir sind auch schon so weit, dass wir Sachen modifizieren können. Na, also, dass wir ein Stöckchen haben zum Honig sammeln und all sowas. Aber wir brauchen halt noch eine Menge neuronale Energie. So, wer hat denn hier noch einen Stock? Niemand. Dann legen wir den auch mal hier hin. So. Ich habe hier einfach mal angefangen zu stapeln und wir werden da nachher noch mal ein bisschen rumexperimentieren müssen. Denn wir haben hier auch schon mit den Steinen gearbeitet, mit den normalen, und konnten die ja verändern. Und daher werden wir dann auch noch mal ein bisschen weitermachen. Ich werde auch auf Expedition gehen, aber erst später. Wenn die Gegend bis zum Sumpf und bis zum verdeckten Wasserfall kennen wir ja mittlerweile. So, dass wir da eigentlich jetzt keinen Drang haben, unbedingt irgendwas erkunden zu müssen. Ich werde mehr darauf bauen, dass wir unsere Äffchen mal so ein bisschen, ja, schlauer kriegen, gepimpt kriegen. Ich glaube, ich nehme sogar jemanden mit. Ich glaube, ich nehme einen, Greis mit hier. Ein weiblicher Greis und ist auch gerade gegen Knochenbruch geschützt, weil die alle anscheinend gut gegessen haben. Das ist sehr schön. Können sie das eigentlich hier auch nochmal machen? So, ich wollte eigentlich an einen der Ästebäume. Da ist einer. Ah, du bist wieder unterwegs, ne? Zu so einem Mittelalter-Dings, ne? Kann das sein? Talia. Ja, mit dem Magenverderben hatte ich... In die Richtung habe ich auch schon mal gedacht. Aber gut zu wissen, dass der, dass das wirklich funktioniert. So, lass mal gucken. Den einen habe ich jetzt nicht mitgenommen. Na, wollte ich doch. Da geht es aber jemandem nicht gut. Pass auf, dann folgt mir mal. Leg das mal ab. Komm rein hier ins Wasser. Komm rein. So eine Vergiftung hielt. Mal viel trinken. Ah, ich würde das gerne abschalten können mit dieser automatischen Kamera, wenn ihr da in den Optionen irgendwie einen Tipp habt. Weil das hat mich ja tierisch genervt, ne? Wir mussten trinken. Und dann schwenkt jedes Mal die Kamera. Aber ich musste sehen, ob das Tigerchen schon wieder kommt, ne? Das nervt dann richtig. So, mal analysieren. Immer noch nicht so super.
und hat auch ziemlich wenig Energie. Aber trink du dich mal satt. Oder wie auch immer. So, und du? Mir geht's gut, alles klar, dann folg mir. Du kommst einfach mal mit, wir holen den zweiten Affen noch. Ah, jetzt habe ich den Stock da liegen lassen. Na, das war doof. Folgt dir dem jetzt auch? Folgst du mir auch? Ah ja, okay, dann bleib du mal hier. Ich hab den Stock da liegen lassen. Das ist nicht gut. So, zum Nachmachen auffordern kann ich noch nicht. Aber ich hoffe einfach mal, dass der Affe mir einfach so ein bisschen soziale Unterstützung gibt. Ich glaube, wir werden jetzt gleich das erste Mal versuchen, einen Stein anzuheben. Weil wir natürlich jetzt hier das Ding erstmal modifizieren müssen. So, und jetzt müssen wir das nochmal inspizieren. Vielleicht checkt er das ja. Yeah. Ja, soweit bin ich auch schon mit den Mutationen, Lukas. Und wie gesagt, das war ernst gemeint. Klappe halten. Ich habe das schon mal erklärt. In dem Spiel hier geht es... Ja, das Einzige, was das Spiel interessant macht, ist das herauszufinden, wie es überhaupt gespielt wird. Von daher ist jede Hilfe kontraproduktiv, was den Spielspaß angeht. Klingt jetzt böse, aber ist genau so. Yeah! Wir haben was hochgehoben. Hand wechseln. Und ergreifen. So, dann inspizieren wir den mal. Ja, unserem Affenkollegen geht's aber ganz gut. Das ist schön. Ja, den werde ich auch herausfinden. Und wenn nicht, dann werde ich auf jeden Fall fragen. Wie eben zum Beispiel, ob jemand bei den Optionen was weiß, damit sich die Kamera nicht automatisch dreht, wenn man was trinkt oder so, weißt du? Das wäre geil. Ja, jetzt haben wir natürlich so eine Magenvergiftung. So ein bisschen Unwohlsein. Aber das ist ja jetzt nicht so schlimm. Wie war das mit der Immunität, ne? Hey, guck mal. Guck mal, da kommen sie alle an. Die wollen sich alle den Magen verderben. Ist das cool. Ah, ja, nicht alle. Guck mal. Da gibt es auch welche, die sind vernünftig. Die sagen, ja, lass die anderen mal machen. Ich guck mir das da mal an. Wenn die hier erstmal den ganzen Schlafplatz voll reihern, dann ist das deren Problem, denkt er sich so. Kluger Affe. Ja, dass das mit der Kamera so gewollt ist, ist mir klar. Aber es gibt halt auch meistens dann, ja manchmal Möglichkeiten, das zu unterbinden, dass sowas auftaucht. Bei Obsidian hatte ich noch nie Glück, aber davon lasse ich mich nicht abbringen. Ich werde jetzt hier wirklich an der Ecke quasi mit euch schon mal eine ganze Menge lernen. Wir werden jetzt das zweite Mal das Werkzeug benutzen. So, haben wir das nämlich auch abgeschlossen. Jetzt müssen wir mal schauen, was gibt es denn hier? Gibt es hier überhaupt irgendwas? Ah ja, was haben wir da? Weißt du, hier ist das ja gar nicht schlimm, so beim Inspizieren. Ist das richtig geil, wenn der denn auf den Affen zeigt und so. Oder halt auch beim Herstellen oder so. Aber wenn man trinkt und eigentlich das Wasser vor sich im Auge behalten muss, weil da Krokodile, Schlangen und Tiger sind, dann ist das einfach nur schlecht. Es macht keinen Spaß, weil man ja gar keinen Daumen frei hat. Man ist ja am Trinken und überhaupt, da muss man wieder die Kamera zurück. Das macht echt keine Laune. So, pass auf, wir wechseln mal die Hände. Lassen wir den Stock fallen. Nehmen uns den zweiten Stein. Das wäre nämlich auch wieder so eine wichtige Sache. Und bearbeiten das mal. Da habe ich ja mal gedacht, es wird einen Mörser geben, verstehst du? Ah, da ist sogar noch einer. Da haben wir aber Glück gehabt. Aber vielleicht ist das kein Mörser, sondern einfach nur ein schärferer Stein, mit dem wir dann diesen Stock hier besser schärfen können, als wir mit einem normalen Stein oder mit einem normalen Obsidian. Oh,
Gut, okay, deine handwerklichen Fähigkeiten sind noch nicht so weit. Dann wechseln wir mal kurz die Hand. Nee, das blinkt es nicht. Das blinkt es nicht. Ich will den auch nicht geben. Achso, weil der angewählt war. So. Nehmen wir mal wieder ein Stöckchen. Und buddeln hier nochmal ein bisschen. Ja, hier gibt es wieder Pilze. So, dann müssen wir natürlich wieder wie immer inspizieren. Aha. Mal. Das halt. Ah, wir haben die Anwendungsform noch nicht entdeckt, weil ich es noch nicht herstellen konnte. Okay. Verschiedene Möglichkeiten. Die Carbonfaser. Und das mit dem Busch, das hat mich, also das irritiert mich bis heute, aber das werden wir schon herausfinden. Vielleicht muss ich das mit einem Greisen mal untersuchen. Können wir mal eben schauen. Na komm. Nee, geht auch nicht. Weil das, da sind ja die meisten Sachen immer irgendwie cool gewesen. Ach, jetzt haben wir uns den Stock genommen. Gehen wir mal eben. Dann analysieren und wechseln. So. Hier bei den Steinen liegt einfach nur Basalt. Na, dann werden wir halt nochmal ein bisschen testen. Pass auf, wir holen uns den Stein von hier drüben nochmal. Achso, der war da ganz hinten, ne? Dann nehmen wir uns den nächsten. Okay. Und wieder Hand wechseln und nochmal einen nehmen. Oh, dann werden wir das mal mit dem vorletzten Stein noch einmal probieren. Und dann nehmen wir den Stein mal mit und probieren das mal mit Granit oder so. Ja, okay. Weil wir haben ja bei uns auch noch ein anderes Gestein. Probieren wir es mal damit. So, nehmen wir. Oh, geht auch kaputt. Wechseln, nehmen wir mal noch einen davon. Ja, ich bin noch ziemlich ungenau, was den Takt angeht. So, legen wir mal wieder ab. Na, wollte ich eigentlich ablegen, warte mal. So. Dem Stapel hinzufügen, das ist natürlich auch cool. Nehmen wir den und fügen den auch dem Stapel hinzu. Nö. Okay, weiter geht's. Obwohl, wir haben gerade mitten in der Nacht. Können wir auch eine Runde pennen. Expedition beendet. Expeditionen sind das anscheinend immer dann, wenn man jemanden mit hatte irgendwie. Also zumindest ist mir das da immer wieder aufgefallen. So, wir gucken mal kurz in die Evolution. Vielleicht haben wir ja schon wieder was Besonderes. Ja, hier drüben haben wir was Neues. Die Entwicklung der Sinne. Jo. Lukas, das habe ich mir auch fest vorgenommen, das jetzt mal ganz ruhig anzugehen. Das hat ja wirklich keinen Sinn. Und wir haben außerdem witzigerweise schon wieder die gleiche genetische Mutation in einem Baby. Und ich glaube, das Baby war sogar schon da mit der Mutation.
wie gesagt, es ist, ja, Winnie nennt das sehr linear und da muss ich ihr recht geben. Also, viele Möglichkeiten hat man ja im Endeffekt nicht. Man hat ja, man hat natürlich unendliche Möglichkeiten, Fehler zu machen, ne? Logisch. Aber irgendwie wird man doch schon sehr gefühlt. So, pennen wir mal eine Runde. Ja, du bist doch noch gar nicht von der Schlange abgehauen. Super, auf geht's. Erstmal essen, trinken. Ihr dürft uns noch weiterhin folgen, also von daher ist alles gut. Jetzt gleich gehen wir nochmal an die Beeren, essen davon ruhig ein bisschen zu viel, dass wir uns da ruhig nochmal den Magen verderben. Ja, das geht bei Menschen auch. Zumindest bei Legion. Legion X. Da kann das eine junge Dame. Die hat da ein Riesenproblem mit. Die darf nämlich. Die kann niemanden anfassen. Die kann also niemandem nahe sein. Ich glaube, ein bisschen trinken wäre noch gut, wa? Der folgt mir anscheinend auch nicht mehr. Der alte Affe. Ja, da tut sich jetzt nicht so viel. Wenn wir mal noch ein bisschen essen. Wenn die uns noch was übrig gelassen haben. Nö, haben sie nicht. Okay. Dann holen wir mal den zweiten Affen. Ist ja schließlich noch früh am Morgen. Je nach Mannigfaltigkeit der Steine testen wir das nochmal. Wir können auch, ich glaube, einen habe ich ja übergelassen. Ah, der Alte hat den Stock noch, ne? Schweinebacke hat den Stock noch. Na komm, dann probieren wir das nochmal mit den Steinen. Ah, der liegt da. Pass auf, den nehmen wir erstmal, machen wir dann erstmal so. Der alte Affe steht auf mich. Oh, wollte ich nicht wegwerfen. Aber das ist auch eine Sache, die ich nie gemacht habe, ne? Irgendwie werfen. Wenn da irgendwie so ein Vieh war, ne? So, jetzt haben wir den verändert. Das zweite Mal sogar schon. Wir können ihn jetzt immer noch zum Stochern und zum Anheben verwenden. So, wechseln wir mal eben. Dann schauen wir mal, ob wir das mit den Steinen hinbekommen. Okay. Dann renne ich sogar nochmal zurück und probiere das mit dem Granit aus. Ich renne. Aber diesmal andersrum, also mit dem Basalt auf Granit. Ich meine, es ist ein bisschen unsinnig, weil Basalt ist halt ein sehr, sehr weiches Gestein im Gegensatz zu dem anderen hier. Ah, nichts da. Okay, nehmen wir eine hiervon. Andersrum. So. Gut, dann nicht. Pass auf, den lassen wir hier. Ja, da habe ich dann auch aufgehört. Lieber Kadaver.
Weil, also Staffel 1, Legion, Legion X, geil, richtig geil. Aber Staffel 2 geht einem dann doch schon ein bisschen auf den Senkel. Das geht so derbe in die nicht mehr verständliche Astralbildgebungswelt, die man eigentlich nur von so Leuten, wie hieß denn jetzt der Autor von Twin Peaks? David Lynch. Was nur von solchen Leuten eigentlich gewohnt ist. Aber naja. Ist auf jeden Fall eine ziemlich geile Serie. Das muss ich zugeben. Müssen wir ein bisschen lauschen. Ich weiß nicht mehr genau, wo der andere Affe war, aber der war hier in der Gegend. Oder da. Da hinten, ja klar. Gehörsinn. Der Standort von allem, was du identifiziert hast, kann im Gedächtnis behalten werden. Das ist nicht schön. Kommen wir hier irgendwie schnell rüber? Ja, aber die Blätter, ne? Oh, Idiota. Idiota. Naja, okay. Wir haben ja Glück. Wir hatten gerade noch Beinbruchschutz. Er ist aber diesmal näher, oder? Ja, es kommt mir nur so vor. Hoher Baum drüben an der Ecke. Müssen wir erstmal schauen, was der für Gebärden macht, weil dieses an den Hals greifen, die Gebärde, die ist wohl Durst. Creedfall? Kenne ich gar nicht. Eventuell. Aber ich muss ganz ehrlich zugeben, also, ja, Vinny und ich, wir kommen sehr selten noch dazu, irgendwie Serien zu gucken. Irgendwie schade, aber naja. Und wenn wir dann mal was gucken, so wie Legion, dann drehen die so ab, verstehst du? Dass du dann irgendwann gar keine Lust mehr hast zu gucken, weil da eh nichts mehr rast. So, wo war denn unser Böses da? So weit weg? Und du machst wieder so ein Action. Ah, können wir doch gar nicht identifizieren. Müssen wir uns näher anschauen, okay? So, wo war unser Äffchen? Haben wir jetzt wegen der Action keine Markierung mehr, oder was? Das ist der Tote? Entschuldigung. Aber wie gesagt, das war ja hier irgendwo. Hoher Baum. Und wenn unser Äffchen sich wieder beruhigt hat, dann dürfen wir eigentlich auch wieder was sehen. Ich höre hier was. Da! Wie kommen wir denn zu dir? Nee, 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 nee. Ach Gott. Naja. Kommt direkt wieder die nächste Python, so von wegen. Oh, Action, lecker, lecker. Ja, ist ein vom Baum gefallener dummer Affe. Yeah. So, Äffchen, wo bist du? Da, drüben. Aha. Warte mal, die nehmen wir direkt mit. Ach, die haben wir noch gar nicht. Die haben wir noch gar nicht inspiziert. Geil. Konter. Aha. Und jetzt? In Richtung des Angreifers. Wo ist denn der Angreifer? Wo ist denn der Angreifer? Alter. Das habe ich das erste Mal besser hinbekommen, ne? Durch Zufall. Okay, haben wir einen verloren. Jetzt haben wir das Baby, ne? Krass. Ja, vielen Dank, dass ich sehen durfte, woher der Angreifer kommt, weißt du? So, Baby, du musst jetzt mal echt Action machen. Lass mal eben schauen.
Da ist der Affe. Das heißt, wir müssen... Wo müssen wir hin? Da müssen wir hin. Natürlich genau an der Kante, wo man es nicht erreichen kann. So, yeah, haben wir. Ach, guck mal, geil. Du bist bei mir. Ja, geil. Lass mal gucken. Die Liane könnte gut sein. Oh Mann, haben wir einen verloren. Naja, gut. Hatte eh schon zwei Kinder. Schau mal, da hatte ich schon die richtige Waffe mit dabei, ne? Und naja. Hab einfach nicht gesehen, wo der Angreifer herkommt. Ich hätte einfach gerade stehen bleiben sollen und einfach gut Glück oder so, weißt du? So, an den Baum hoch, da oben an die Liane. Ja, da wird das jetzt noch dringlicher, dass wir da den anderen Affen noch holen. Und vorbei ist die Angst. Oh, unser Kollege müsste eigentlich auch gleich kommen. Ja, der war gerade im Baum stolpern. Oh, ein eingeprägter Gegenstand ist vergessen worden. Ja, das ist super. Ein bisschen zu hoch, ne? La 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 la. Lass da ruhig runterhüpfen. Ja. So, jetzt ist aber sowieso schon wieder spät. Das heißt also, ein bisschen stärken, mal kurz die Ausdauer regenerieren. Ah, wir können sogar mittlerweile den Clan rufen. Das ist ja cool. Obwohl ich glaube, als Baby können wir das immer, ne? So, da ist mein Kollege, alles klar. So, die beiden bin ich schon mal wieder an einigermaßen sicheren Ort gebracht. 2, 3, 4. 2 Kittys brauchen wir also noch. Okay, kriegen wir hin demnächst. Was haben wir hier? Ja, danke. Erwachsen, weiblich, bla bla bla, Single, geht's gar nicht so toll. Hat aber auch schon 2 Kinder. Du bist ein Greis, so ein Scheiß. Nein, so. Fruchtbar und hat die, die Mutation. War weiblich, ne? Auch weiblich. Guck mal. Aha, die beiden können also noch Kinder bekommen. Gut. Haben wir noch ein Männchen? Erwachsener männlich, hat mit bla 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 ein Paar gebildet. Da können wir im Moment keine Rücksicht drauf nehmen. Ich glaube, hier fehlt auch ein bisschen Schlaf und so, aber trotzdem. Mal schauen, haben wir noch was zum Schnabulieren? Ja, ein paar Beeren. Vielleicht auch ein paar Grashalme hier. Aha.
Vergiftungen werden durch Gift bla 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 hervorgerufen, bla bla bla. Ich habe es zwar nicht weggedrückt, aber es ist... Oh, man muss mal wieder wegtrinken. Geht ja eigentlich ganz gut. Ja, oder auch nicht, ne? Ja, ja, gut. Jetzt haben wir natürlich eine neue Frucht inspiziert, aber da haben wir nichts von. Oh, ob das was wird hier jetzt hinlegen, Partner rufen, paaren, glaube ich nicht, ja? Wenn es einem so mies geht. Ach so, ah, ich dürfe. Ich habe mich ja noch gar nicht... Ja, das ist nochmal blöd, ne? Den Gesundheitszustand ist kacke. Ja, und so wirklich hilft das Trinken hierbei nicht. Da hatte ich eine andere Pflanze. Ich glaube, die, die wir eben entdeckt haben, bevor ich gestorben bin. Was haben wir denn hier? Glühwürmchen? Halluzinationen? Ja, wie krass. Ja gut, dann hinlegen, pennen und dann am anderen Tag weitermachen. Ja, ne? Jetzt ohne Scheißteil, ja? Ich dachte gerade, renn doch mal zu den Pilzen. Guck doch bitte nochmal danach. Da haben wir zwar selber eine Vergiftung bekommen, aber das war ja nicht so schlimm. Und da schreibst du so, Pilze, hüst, hüst. Ja, ja, genau. Und wie gesagt, ohne Scheiß, ich habe gerade selber dran gedacht. Aber hier sind keine Pilze mehr. Die haben die alle weggefressen und haben die alle den Magen verdorben. Gibt nur noch Steine hier. Hier sind noch ein paar. Was suchst du denn in Green Hell als Gegenpflanze? Kadaver. So, haben wir das schon mal wieder. Und das können wir wegtrinken. Ja, und in der Zone, wo die Babys sind, sind unsere Neuronen auch sowieso immer aktiv. Also hier brauchen wir eigentlich gar kein Kind auf dem Rücken haben. Schlangenbiss. Ja, Tabak. Glaube ich. Da steht irgendwas von antiseptisch irgendwie Tabak. Ansonsten, eventuell sogar noch ein Honigverband. So, können wir schlafen gehen. Familie Frosch sieht das genauso. Der Partner rufen bringt's jetzt nicht. Evolution schauen wir mal eben rein. Durch unseren Verlust hat sich nichts Neues gebildet. Shit. Ah, es ist schlecht. So, schlafen wir mal. Nashorn haben wir hier noch nie gesehen. Hygiene haben wir hier auch noch nie gesehen. Krokophanten, ja, aber den haben wir leider erst nur in Green Hell. Oh, jetzt habe ich den ganzen Morgen verpennt. Haben wir nur in Green Hell gesehen und besiegt. Nee, gesehen haben wir nicht auch, aber noch nicht besiegt. Naja, also ich habe ja schon Erfahrungen gemacht mit dem gestorbenen Affen. Hätte ich gehofft, dass da vielleicht, aber der Fortschritt, den kann man dann halt knicken. Ne? So, mal schnell, bevor sie mir hier alles wegfressen. Schnappen wir uns mal
Nur ein nettes Weibchen. Und zwei Kinder. Gut. Hat mit E. Mit D ein Paar gebildet. Wer ist D? Sind wir D? Single. Wer ist D? Pass auf, wir wechseln mal kurz. Bin ich D? Ich bin D, alles klar. Dann können wir unsere Partnerin rufen. Keine Chance, wa, Jung? Aber der hat doch gerade ein Kind auf dem Rücken. Warum, wir machen das anders? Probieren wir es mal so. Ba-ba-ba-ba-ba-ba. Ne. Doch, cool. Dann gebären wir direkt und überspringen das. So, neues Baby haben wir. Geil. Ihr geht's sogar richtig gut, ne? Für das neue Baby darf man bei Papa bleiben. Wir nehmen hier mein Baby mit. Und dann gehen wir nochmal in die gleiche Richtung und hoffen, dass wir diesmal überleben. Oh, 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 oh. Aha, ein weiteres gereiftes Neuron. Dann wollen wir doch mal was gegen Kälte essen. Sehr schön. Und mal wieder so ein bisschen die Sinne schärfen, weil alles, was wir ja eben mehr oder weniger gesehen oder gelernt haben, das ist ja futsch, weil hat ja nicht überlebt, das Kleine. So, mal ein bisschen aufs Gehör gehen. Geruchssinn. Aha. Aha, haben wir etwa die Kapokfaser vergessen? Das könnte sein. Hier gleich wieder Action gibt. Machen wir denn unseren Eingeprägten? Ah, und da oben wäre dann so eine... Ja, okay, klettern wir mal hoch. Das ist bestimmt eine Kokosnuss, ist ja eine Palme. Ja, geil. Inspizieren. Neue Nahrung entdeckt. Also, dann sitzen wir also hier drauf, okay. So. Wo ist unser kleiner Ausreißer?
Da oben. Ich würde mal behaupten, der Baum hier. Was hat denn unser kleiner Affe? Ja, der hat auf jeden Fall eine Magenverstimmung, wie es ausschaut. Dann bräuchten wir eigentlich Pilze, ne? Das ist die Kapokpflanze. Lass mal gucken, ob wir die noch kennen. Jo. Also das sieht für mich aus wie eine Magenverstimmung. Wir können den ja auch nicht analysieren oder so. Wir können da ja halt eigentlich nur was geben. Ist ja jetzt erstmal... Na, pass auf, wir probieren mal was. Und inspizieren. Oh, eine Kokosnuss. Neue Nahrung entdeckt, Kokosnuss. Fallen lassen, Hand wechseln. Und dann müssen wir die ja jetzt eigentlich, versuchen wir mal, ob wir die jetzt auch noch verändern können. Nee, das werden wir nur mit dem Stein schaffen, denke ich mal. Gut, wir haben den ja markiert. Wir wissen ja, wo er ist. Kommen wir denn am besten jetzt eigentlich da drüben an den Baum? Naja, das dürfte hinhauen. Ansonsten nehmen wir den Ast hier drüben. Oder die Wand! Oh, ah, ist ein Überhang. Vergessen. Vergiss es, vergiss es. Jo, bis gleich, Kadare. So, wir hatten doch direkt hier vorne irgendwelche Pilze. Können die Kokosnüsse jetzt gleich mal ablegen? Hier waren Steine. Dann muss ich aber weiter. Pass auf, zip, erstmal die Kokosnuss ablegen. Upp. Und wie ich da hinten hin müssen wir. Die haben sie echt alle weggefressen, wie geil. So, da haben wir doch. Zap, geh mal her, wechsel mal die Hand. Warum sehe ich... Ah, da hinten ist er. Ich wollte gerade meckern. Warum sehe ich den Kleinen nicht? Da oben ist er doch, ne? Das ist der zweite Baum von hier. Ja, cool. So, Hand wechseln. Geben. Yeah. Geil. So, wer bist denn du? Männlich. Alles klar. Auf, Kollege. Das ist die Kapokfrucht. Die kennen wir ja leider schon, oder? Zum Glück, oder wie auch immer.
No, das war aber wieder mal knapp. Ich wollte eigentlich ins Blattwerk, aber es hat ja mal wieder nicht geklappt. Nicht so gut, wie ich eigentlich wollte. Aber das mit dem Schwingen habe ich so ganz langsam beginne ich das zu begreifen. Was so einige Affenleben retten könnte. So, haben wir das auch. Haben wir den gerettet. Haben wir schon wieder früh am Abend. Würde ich sagen, lernen wir das mal mit der Kokosnuss oder so, ne? Hier. Hand schon mal wechseln. Und dann wollen wir da mal mit einem Stein draufkloppen hier. Das ist ja gar kein Granit, das ist Obsidian, ne? Ja, ja. Oh. Macht aber nichts. Pass auf. Eigentlich müsste man hier zum Haufen. Ach so, nee, ich hab den in der falschen Hand. Da. Ich hoffe, du lernst so schnell die armen Affen. Ja. Ja. Wollen wir mal schauen. Erstmal evolutionieren hier. Da haben wir sie doch, unsere neuen Neuronen. Neuen Neuronen, das hört sich auch gut an. Zap und direkt lernen. Energie haben wir genug. Cool. Lokalisierung von Geräuschen. Geht natürlich direkt die neue Tür auf hier, meine Güte. So. Auch nochmal Geruchssinn. Auch sehr schön. Quasi Sensorik, aber hier in die Richtung möchte ich gerne noch bauen. Da ist also, muss Affen was nachmachen lassen. Aber jetzt gehen wir erstmal pennen, wa? Jo, Mama. Ja, ne? Ja, aber das hat auch mit der handwerklichen Fähigkeit zu tun. Nicht nur mit dem Timing und dem leisen Pling, sondern wirklich damit, wie du gelevelt hast im Endeffekt. Und da brauchen wir halt noch ein bisschen. Wir müssen noch ein bisschen herstellen. Wir werden noch ein paar Stöcke herstellen müssen, damit sich das besser ausbildet und so. Wir werden hier sowas noch ein bisschen herstellen müssen. Sowas hier halt. Na, hast du gesehen? Neuron hat sich gebildet. Anwenden brauchen wir das eigentlich nicht. Wir können das mal hier hin tun, falls wir es benötigen später. Ich habe hier das... Ah, guck mal, da liegt noch so ein Stückchen. Das hier so zu seinem Sammelplatz erkoren. Ich habe auch noch gar kein weiteres... Doch, ein weiteres Bett habe ich, glaube ich, gebaut. Pilz haben wir sogar noch, ne? Einen haben wir noch. Einen haben wir noch. Jetzt fangen die alle an hier. Mann, Leute, ihr sollt nicht alle direkt wieder mit essen. Mein Pilz ist jetzt weg. Kann ich mir selber nicht mehr helfen. Ihr seid ja blöd. Ihr seid ja Junge, mein. Nur jetzt nochmal was Normales, mit der Dünnpfiff so richtig Chance hat. So. Ja, dann müssen wir jetzt erstmal die Spielfigur tauschen. Hat so keinen Sinn. Ohne Pilze kriege ich uns nicht geheilt und wie lange dauert das noch? Lass mal gucken. Ein bisschen dauert das noch an. Und ich wollte eigentlich noch was anderes tun, als in diesem Bild durch die Gegend rocken. Jack, erwachsener, weiblich, hat zwei Kinder, ist aber trotzdem Single.
Was? So, kurier du dich mal aus. Ich umbenennen. Analysieren. Ja. Ich würde hier aber gern Huckepack nehmen. Na, also, geht doch. Ja. Doch, nehmen wir mit. Aber auch immer das direkt hier. Wir müssen halt noch ein bisschen leveln. Nein! Weil ich den immer gedrückt halte, wo ist er hingeflogen? Ist mir egal. Nehmen wir den noch mit hier rein. So, nehmen den hier mit. Nein. Nehmen den hier mit. So. Gucken wir mal eben, wo ist der Stein hingeflogen? Mein Stein! Mein Schatz! Ja, okay. Wurst was drauf. Wir können das genauso mit Obsidian. Also. Wir sind ja handwerklich begabt. Obsidian hat das jetzt länger gedauert. Das ist schon witzig. Ja, nach getaner Arbeit erstmal ein bisschen was trinken, ein bisschen was essen. Dann können wir weitermachen. Hier gibt es noch Steine. Komm, einer geht noch. Yeah. So, probieren wir es nochmal. Aha. Warte mal, der ist noch gar nicht inspiziert. Ist das wegen dem Tod, ja? Oder haben wir diesen Stein noch nie in der Hand gehabt? Neuese. Granit, okay. Okay, weil ich glaube, das war das letzte Mal Granit und kein Sandstein. Ja, das macht nichts. Wenigstens nicht sofort kaputt. Wir probieren weiter. Ja. So, ein Granitstein kann einen Granitstein verändern. Das ist schon mal gut zu wissen. Wir bringen mal einen Granitstein mit hier rüber. Legen den hier ab. Wechseln den und dann müssen wir den erstmal inspizieren hier. Oh, oh, was? Oh, was für ein harter Stein. Oh, geil. Wozu können wir den wohl verwenden? Granitschleifer. So, und jetzt will ich direkt mal zwei Sachen ausprobieren. Wir haben leider keinen blanken Stock mehr, also werde ich jetzt erstmal versuchen, einen modifizierten Stock noch weiter zu modifizieren. Das wäre natürlich eine geile Sache. So, Hand wechseln. Schauen wir mal, ob das geht. Ne? Ne. Aber der nutzt den als Mörser, ne?
Warte mal, wenn das ein Schleifer ist, Obsidian ist recht weich. Wir wechseln mal die Hand. Nehmen wir mal Obsidian. Wechseln und schleifen. Weil es gibt ja Obsidian-Klingen. Die sind unglaublich scharf, genauso wie Flintstone-Klingen und all sowas. Also schauen wir doch mal. Ja, mit den 16 Bewegungen sind wir jetzt schon hinweg. Also das hat auch keinen Sinn. Okay, macht ja nichts. So, wir lassen mal den hier liegen. Oh nee, komm, nehmen wir mit. Gehen mal eben zu einem trockenen Ast da drüben. Und bearbeiten den mal mit dem Granitschleifer. Aber das dürfte ja eigentlich auch nichts bringen. Weil das scheint ja echt ein Schleifer zu sein. Probieren das nachher auch mal mit dem Basalt. Schnappen wir uns den Granit und probieren mal, ob das schneller oder besser geht. Okay, zumindest das haben wir begriffen. Das ist schon mal schön. So, wir haben jetzt noch einen Granitstein und wir haben hier diesen komischen Granitmörser, nenne ich den jetzt mal. Mit dem Granitmörser werden wir jetzt nochmal einen Stein untersuchen müssen. Also Obsidian, das hat nichts gebracht. Granit selber hat auch nichts gebracht. Auch Holz hat auch nichts gebracht. Werden wir es mal mit Basalt probieren. Wenn wir überhaupt wieder bei Waldsteine sind. Bin ich noch eine Kokosnuss? Warum fangst du mir eigentlich? Ja, finde ich jetzt nicht schlecht, aber ist männlich, Single. Deswegen fangst du mir, weil du männlicher Single bist. Ich habe leider schon zwei Kinder, also von daher vergiss das mal. Achso. Und du, ja, du kannst eigentlich hierbleiben. Ich habe heute keine großen Wanderungen vor. Eigentlich. Shit. Ah, hier gibt's auch keinen mehr. Aber da. So, da müssen wir Hand wechseln und dann schauen wir mal. Gut, über die normale Zeit hinweg passiert nichts. Was ist denn, wenn wir zwei von diesen Granitdingern herstellen und die dann mal ausprobieren? Lass mal eben aufpumpen. So. Außerdem könnten wir mal eben wieder ein bisschen mit den Sinnen spielen. Nur damit wir es gemacht haben. Ja, wir hatten eben auch noch Fragezeichen, ne, bei dem Geruchssinn. Oh, da ist der nächste Tote. Schön. Das ist super. Ich rieche tote Menschen. Manch ein Fußkuchen. So. Okay, cool. Haben wir ein bisschen mit den Sinnen rumgemacht. Entschuldigung. Dann brauchen wir aber nochmal so einen Granitstein, ne? Mhm.
Wechseln wir mal den Basalt auf die andere Hand. So, dann haben wir da den Granitstein, hier diesen Schleifstein. Und haben wir das Glück, und hier drüben ist Granit. Ah, sieht nicht so aus. Ach, was ist das? Entschuldigung. Das ist auch Granit. Okay, geil. Geil. So, jetzt haben wir noch einen Granitstein, einen Granitschleifer. Das ist der Stein, okay. Und wo ist unser Schleifer? Da. Ist das auch unser Schleifer? Jo. Oh, probieren wir mal. Okay, das bringt nichts. Gut, gut zu wissen. Wir haben Granit damit geschliffen, wir haben den Dings damit geschliffen, den Basalt damit geschliffen. Können das noch mit einem Stückchen ausprobieren, also mit so einem dünnen Stückchen hier. Gut, dem Stapel hinzufügen. Dem Stapel hinzufügen. Und dann gehen wir hier erstmal wieder ein bisschen lernen. Fürs Leben. Und evolutionieren. Ah, noch nichts Neues hat sich aufgetan. Dann müssten wir eigentlich den Tag noch ein bisschen verbringen, ne? Naja, wir haben ja auch nichts Neues geschafft. Natürlich blöd. Was ist eigentlich mit der Kokosnuss? Die haben wir kaputt bekommen, ne? Okay. Dann holen wir uns noch eine neue. Was ist denn mit ihm hier? Und dem ist kalt. So, dann bringen wir mal für die Leute noch mit hier. Damit wir hier nicht so egoistisch sind, ne? Ja, die mampft das auch direkt, geil. So, wer hockt denn hier noch im Regen? Ah, die mampfen das sofort, ja, wie geil. So, evolutionieren können wir noch nicht, ja, aber wir sollten schlafen. Und wir gucken noch mal, aber... Ja, ja. Aber wir sollten schlafen, auf jeden Fall. Und nach dem Schlafen gehe ich mal kurz um die Ecke. Und dann machen wir weiter. Ganz im Sinne von ruhig und gelassen. Lernen, lernen, lernen. Weil es geht hundertprozentig noch was mit dem Granit und auch noch mit dem Basalt irgendwie. Mit dem Obsidian. So.
Wenn früh am Morgen die Werkssirene dröhnt, würde ich sagen, machen wir ein kleines Pausending hier. Pass auf, machen wir so, damit da auch nichts passiert. Und dann schicken wir euch hier rüber.